Ich habe sogar was bekommen. Gott, Kopfrüstung. Oh, cool. Ich habe Kopfrüstung bekommen. Ich bekomme heute nur Sachen. Das ist unglaublich. So, und jetzt sieht es bestimmt total kacke aus, ne? Naja, wobei es. Naja. Ach Gott. Ach. Wie ich Helme in Spielen immer hasse. Und alle, die gesehen haben, wie ich Pokémon spiele, wissen auch, ich hasse auch die Mützen in Pokémon. So. Ostwach. Schwarzlöwenhandelsgesellschaft. Ach, guck mal, jetzt können wir genau gucken beim Ladebildschirm. Wir haben 3 von 4 Sehenswürdigkeiten und so weiter. Das konnte man ja vorher schon sehen, ne? Echt? Nö, ich habe die Anzeige nicht vorher gehabt. Ach so. Ich schon die ganze Zeit. Echt? Jo. Aufgaben 10 von 308. Alter. Okay. Ja, ich würde sagen, dann können wir endlich weiter erkunden. Ja. Yay! Wo sind eigentlich unsere Quests? Die kommen einfach. Wir haben hier einfach nichts mehr zu tun. Wir müssen weiter. Ah, okay, ich sehe schon. Ja, wir müssen einfach Nummer hoch. 1 haben wir ja beendet, den Traum folgen. Und dann steht hier, diese Episode ist ab Stufe 20 spielbar. Ja, wahrscheinlich denn der Drache, ne? Ja, die Lehren des Ventari. Ja, mal gucken. Ja gut, dann können wir Ich bin weiter. dafür, dass wir mal wieder eine Aufgabe machen. Was hältst du davon, wenn wir nach Wegmarke Ehrenleserbucht gehen? Zu diesem Sandstrand und dann mal unsere Reise nach Norden fortsetzen. Mal in ein Gebiet, was ein bisschen fordernder ist. Okay. Ja, ich überlege, ob ich zwischendurch einfach offscreen online gehe und einfach die Sehenswürdigkeiten einsammle und alles. Ja, das können wir zusammen machen, gerne. Also, offline zusammen meine ich. Naja. Also da, wo wir schon durch sind. Ja, genau. Das ist eigentlich eine gute Idee. Oder wir machen das zusammen in einem Stream oder so. Wäre auch eine Möglichkeit. In einem Stream, wo wir dann mehr quatschen. Yay, Naja. Kupferherz. Ich meine, wenn wir eh nur so Offline-Zirks machen. Naja, ein bisschen durchlaufen. Ich meine, ist ja jetzt nicht wirklich spannend für den Stream. Nö, aber deswegen kann man sich ja nebenbei unterhalten. Der Warum Stream, der wird mir kommt. da oben eine Truhe angezeigt? Was hat das zu bedeuten? Eine Truhe? Auf der Keine Karte. Ahnung. Wird mir im Norden eine Truhe Ach angezeigt. so, da so eine offene, ne? Ja. Warte. Keine Ahnung, wenn denn, das ist sehr weit weg. I don't know. Wo bist du hin? Kupfer jetzt abbauen. Oh. Ah, du Scheißtier, lass mich in Ruhe, ganz ehrlich. Oh, cool, ich habe Blut. Natürlich. Bestimmt so eine Truhe, Ja, ne? natürlich. Nein, die Truhe, die kam. Kein Sammelwerkzeug ausgerüstet? Wie Von wegen, du jetzt? hast 100. Am Arsch hast du 100. Ich hatte 100 Stück. Habe ich auch. Ja, dann musst Ach, du sie die habe ich nicht ausrüsten. ausgerüstet. Oh Dann hast du Gott. sie aber nachgekauft. Ja, habe ich auch. Ja, siehst du. Heimlich. Ich glaube, ich habe das sogar irgendwann mal erwähnt, dass ich noch welche kaufe. Ich glaube schon. Wo So, musst du dann denn gehen wir lang? zum nächsten Herz oder was? Auf die kleine Insel oder was? Ach da. Ja, ja, genau. Ansonsten rechts ist noch ein Heldenpunkt. Ja, die können wir dann machen. Ja. Ich will mal wieder ein bisschen hier Geschichte vorantreiben statt sammeln. Ich meine, wir haben jetzt die letzte Zeit haben wir irgendwie nichts gemacht, außer halt unsere Story-Quests. Ich meine, okay, die Storys sind natürlich cool gewesen. Oder halt irgendwelche Sehenswürdigkeiten gesammelt. Ich habe das Bedürfnis, etwas Cooleres zu machen jetzt. So, repariert die Fischernetze und Fallen, dezimiert die Wellenreiter, helft den Tauchern und wehrt die Überfälle des Albtraumhofes ab. Okay. Ja, dann Taucher, Fischernetz, ich sehe Taucher. Wieso sind um uns herum so viele Tote?
Das sind die Taucher, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Denen sollen wir, glaube ich, helfen. Genau, wiederbeleben. Oh, ich habe einen Staub bekommen. Nice. So. Yay. Das sind zwei Handstab, oder? Ja. Schade. Ich habe einem Taucher geholfen. Aber ich gucke mir mal die Fähigkeiten kurz an. Ja. Auch nett. Aber ich finde meine Peitsche geiler. Okay. Okay. Da ist es doch. Ja, auch vom Schaden her ist bei mir besser. Sehr gut. Peitsche? Naja, die Peitsche ist halt cool, ne? Keine Frage. Zählt das eigentlich für dich jetzt auch mit dem Fortschritt? Nö. Echt schade. Ich kämpfe auch die ganze Zeit nur mit Krebsen. Keine Ahnung. Oh, Krustentierbezwinger. 10 von 10 Tötungen. Nice. So, das habe ich repariert. Easy going. Da ist noch so ein Fischerding ins Gehens. Hi, Johnny. Oh. Im Chat. Nein, das meine ich nicht. kennst du diese kleinen Käfige? Hast du schon einen davon repariert? Ja. Da kam eben so eine riesige, fette Krabbe raus. Das war ein bisschen seltsam. Das hatte ich auch schon. Ach, da ist noch eine Falle, ja. Ich glaube, hier kämpfen wir sogar das erste Mal tatsächlich im Wasser, wa? Ja. Wow. Ey, die Wasserattacken sind so cool. Richtig krass. Gefällt mir echt gut. Also ich muss sagen, so das Unterwasserkämpfen. Ich wurde zwar schon gewarnt, dass es noch ziemlich scheiße werden wird. Aber bis jetzt finde ich das richtig cool. Ich finde es auch bisher ganz cool. Vor allem das. Boom. Yeah. Ich verpeste voll das Wasser. Ah, da. Das sind die Wellenreiter, ja? Oh, die machen ja aber richtig Stress. Wieso? Ist nur ganz easy. Ja, die machen Stress. Die greifen einfach auch die Gegner an. Natürlich. Ja, wie cool. Ich hab ihn in eine Blase eingeschlossen und dann ist er noch rumgeschwommen. Konnte sich nicht bewegen. Na super. Oh. Huch. Mich. Ach, ich habe mich gerade selber vom Gegner weggeschossen. Yay. Quest fertig. Cool. Ich noch nicht. Noch ein bisschen. Ja, macht ja nichts. Jetzt müssen wir mal gucken, das ist Piraten. Ich gucke mal, wo du bist. Da bist du irgendwo. Da greife ich einfach die hässliche Krabbe an. Ich fasse es nicht. Tja, kannst du mal sehen. Und das Wiederbleiben dauert ewig. Ja, das stimmt. Hast du eine Maske auf dem Gesicht? Ja, hab ich doch gesagt. Kopfbedeckung sind Kacke. Diese crazy. Tja, ich bin jetzt ein richtiger Schurke. Eine Schurkin. Da bist du. Ich seh dich. Siehst du das auf meinem Bild, ne? Was ich auf deinem Bild? Ich finde die Maske. Na, die Maske. Achso, ja. Ich muss sagen, ich finde die Maske total hässlich. Musst du also, pink falls färben. Irgendjemand weiß. Musst du pink färben? Ja, habe ich auch gerade überlegt. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Bist du schon fertig? Nö. Ich brauche noch ein bisschen. Vielleicht noch Zeit zum Färben. Ich
Ja, weil viel zu viel Spaß mit meinen Fähigkeiten. Merk schon. So. So, ist hier noch irgendwo? Ach, da. Machen wir dich kaputt. Vor allem Feuerfähigkeiten unter Wasser. Ist auch genial. Ich denke mal, da mussten sie am kreativsten sein. Bei der Feuerfähigkeit unter Wasser? Ja. Naja. Ja, was willst du unter Wasser machen für Feuerfähigkeiten? Keine Ahnung. Ja, siehst du? Dann muss man dabei kreativ sein. Leb wohl. So, ihr seid jederzeit willkommen. Hallo, ich halte es für angemessen, euch für alles zu danken, was ihr getan habt. Ihr seid ein wahrer Freund der Lautlosen und ihr werdet hier stets willkommen sein. Das Leben auf der Insel ist noch immer schwer, aber wir harren wacker aus. Ein Umstand, den wir nicht zuletzt auch euch verdanken. Vergesst auch nicht, beim Marbon-Markt vorbeizuschauen. Es befindet sich gleich östlich der Insel. Ich bin sicher, es gibt dort Bedarf an Unterstützung einer solch talentierten Person wie euch. Danke, danke, danke. Östlich? Ach da, Kaufmann. Wahrscheinlich die... Wenn ich einen Bruder haben könnte, wärt ihr... Aber das ist keine Quest. Und Teleporter ist da, ja. Oh, was ist das denn? Juwelstation? Kochstation? Ach, das ist östlich wahrscheinlich. Hier gucke, Sehenswürdigkeit. Ach Gott, ey. Wieso stehe ich genau daneben und nimm sie nicht? Ja. Guck mal, da ist jetzt wieder eine etwas größere Stadt. Endlich mal. Wo? Ja, nordöstlich von uns. Stimmt, sieht gut aus, ne? Wollen wir da mal hin? Ja, wir müssen ja eh zum Speer, der uns dann sagt, hey, da ist eine Quest und da ist eine Quest. Lass uns direkt hinschwimmen, würde ich sagen, ne? Ja. Können wir gerne machen. Vor allem habe ich eine schöne Fähigkeit, die das alles ein bisschen schneller für mich macht. Warum, den Toll? Okay, ist nur bedingt. Okay. Was ist das denn? Ist das ein Schar? Nein, Speer. Ach so, das meinst du. Was ist denn das? Nee, keine Ahnung, so ein Vogeltier. Nee, das sehe ich auch. Nur die Quaggan aus Sorgos Ort und die Heilek der Hazubel-Gründe stehen zwischen den Kreid und der Herrschaft über die Quetzalbucht. Aber keine der Parteien kann gegen die Kreid siegen. Wir mischen uns nicht in fremde Angelegenheiten ein, aber der Schutz der Bucht nützt auch uns. Befriedet diese Gegend und wir stehen in eurer Schuld. Okay. Okay, naja, aber die nächstgelegene für uns wäre ja die hier, ne, mit Stufe 10. Ah, oh, das ist Stufe 9 noch. Ja, eine Stufe 9er, lass uns den Stufe 9er machen. Ich weiß gar nicht, wo du jetzt bist mit gucken. Ja, wir haben da ein leuchtendes Herz mit Stufe 10. Das ist ja in der Mitte, was da so glitzert. Ja. Ach so, ja. Und links daneben ist ja Helft Tova, den Albtraumhof zu drangsalieren. Ach so, ja. Ja gut, dann mobben wir jetzt ein bisschen den Albtraumhof, würde ich sagen. Aber lassen wir erstmal in die Stadt gehen und gucken. Ach, das ist der Marbon-Markt, von dem sie gesprochen hat. Ja. Ach so, das, wo man auch eine Bank finden kann. Das, was Juri uns mal erzählt hatte, wo wir noch gar keine Ahnung hatten. Juwelenstation? Mhm. Ihr seid jetzt Juwelier. Wenn ihr die Materialien habt, begebt euch zu einer Juwelierstation. Okay. Ja, du musst ein Stück zurückgehen und dann kannst du mit F die Station öffnen. Ach, und hier ist dann natürlich auch eine Bank. Materiallager. Ah, das ist mein ganzes Material. Cool. Endlich, finde ich. Aber ich finde es übrigens echt cool, dass man hier das Material einfach einlagern kann. Das finde ich richtig gut. Oh, ich kriege Erfahrung dafür, dass ich Kupfererz mache. Kupfererz verwandeln in Barren. Cool, hast du jetzt Juwelier gelernt? Ja. Absicht oder aus Versehen? Boah, ich dachte, ja, wieso nicht? Das ist das Erste, was mir entgegenkam. Also jo. Ich kann einen Kupferring machen. Aha, ich kann einen
Kupferrahmen machen. Ich kann einen Kupferhaken machen. Und einfache Juwelierwerkzeuge. Stelle ich mal einen her. Jo, ich glaube, ich mache Lederrüstung. Bin ich aus WoW schon gewöhnt. Finde ich gut. Jäger, Lederer, immer alles. Das passt einfach. Ja, dann stelle ich halt so irgendwas her. Hier, komm, Kupferhaken. Hauptsächlich Erfahrung dafür. Was ist denn los? Okay. Ja, muss ich aber richtig viel sammeln. Ich habe jetzt Stufe 6 von 75. Oha. Naja. Das experimentiert mit den Komponenten in der Anzeige Entdeckung der Lederstation, um neue Rezepte zu erlernen. Pack ich dich mal rein. Was ist jetzt das Werkzeug? Komponente für Juwelierrucksack. Ich kann einen Juwelierrucksack herstellen. Oh, ich kann auch Rucksäcke herstellen. Oh, Lederrucksack. Also bis jetzt erstmal nur den Lederrucksack. Das heißt, ich kann uns irgendwann noch richtig coole Rucksäcke machen. Das ist voll gut. Beinkleid. Verteidigung, Edel, Mittel, perfekt. So, haben wir hier noch einen Schneider? Okay. Was, ich habe null. Rohleder, Beinkleid, Leiste. Okay, gespannte Rohlederflicken. Ja, cool. Also ich bin jetzt auch Schneider. Okay, YouTube-Bein. Kannst also mehrere Sachen machen. Ja, es hat die Frage, wie viel, ne? Ich mache einfach alles, was ist denn los? Ich erforsche hier das Spiel und zeige es anderen, also kann ich alles machen. Ja. Ich habe jetzt nur nicht rausgefunden, wo ich noch... Ah, da ihr bereits die maximale Anzahl aktiver Handwerksberuf habt, müsst ihr einen Job ablegen. Das heißt, man kann zwei haben. Okay, also so wie man es aus WoW gewöhnt ist. So, das heißt, ich bin Schneider und Juwelier. Mal gucken, vielleicht fällt mir noch was Besseres ein. Naja, aber Schneider und Juwelier passt ja eigentlich schon mal ganz gut. So, YouTube-Ballen kann ich auch herstellen. Hihi. Und wahrscheinlich irgendwie auch nutzen. Ja, ich hätte hier noch einen Schmied. Nutzt den Moment. Handwerkskomponenten. Ach so, da. Ah. Weil so ein Rüstungsschmied wäre ja eigentlich logischer eher für so ein Juwelier, oder? Was wäre logischer? Ja, wenn ich Schmied mache. Ich meine, ich trage ja keine schwere Rüstung, aber... Ja, aber was hat das mit dem Juwelier zu tun? Ja, weil Juwelier aus Kupferbarren macht. Kupfererz, Kupferbarren. Ja. Aber mit dem Schmied kannst du halt die Rüstung machen. Ja. Ja, wenn ich Kupferbarren machen kann, wäre es doch logisch, wenn ich das direkt weiterverarbeite als Schmied. Ja, aber wenn du die als Juwelier auch brauchst, dann nimmst du dir doch gegenseitig die ganzen Sachen weg. Warum? Wenn ich beim Juwelier Kupferbarren herstellen kann, dann kann ich beim Schmied aus den Kupferbarren andere Sachen machen. Egal. Jo, Konstrukteur. Ich will mal gucken, was es hier noch so gibt. Konstrukteure sind immer gefragt. Die Fertigung magischer Gegenstände. Okay, sowas wie Verzauberer also scheinbar. Was bist du? Oder Waffenschmied. Waffenschmied ist auch nicht schlecht. Zu einer Weitfrau. Erstklassige Waffen wie Pistolen, Bögen, Kriegshörner. Waffen herstellen. Oh ja. Ich will Waffen herstellen. Das ist cool. Na gut, ich glaube, mehr Fragen brauche ich nicht. Nice. Aber mal gucken, was ich dafür brauche. Ein Fackelgriff, Bronze. Oh, du kannst mir, glaube ich, deine Sachen geben, teilweise. Für Waffen. Meister Weidmann. Das heißt, wenn wir irgendwo Holzblöcke finden oder irgendwie Holz im Wald, dann brauche ich das auf jeden Fall. Guck ich mal, was man als Weidmann machen kann. Kriegshorn, Kurzbogen, Langbogen, Pistole, Rucksack, Felo. Rucksack kann man da überall machen, ne? Wie ein Rucksack? Ach so, ja. Scheint so. Und ich finde halt,
den Juwelier ein bisschen komisch. Da kann man nicht so viele Sachen machen. Das kommt vielleicht noch. Rahmengestell. Kupferrahmen. Ich habe kein Rahmengestell. Ach doch. Ach so, ja. Na klar, du kannst die Rucksäcke machen. Aber ich glaube... Warte mal. Rückengegenstand. Diese Ausrüstung kann eine zusätzliche Aufwertung enthalten. Leg diesen Rucksack ab, um ihn als Handwerksmaterial zu nutzen. Weil ich glaube, da kannst du nur Handwerksmaterial drin lagern. Keine Ahnung. Und mit dem Ledertypen kann ich ja so allgemeine Sachen machen. Ich weiß jetzt nicht, was ich als zweiten Job machen soll. Ich meine, für Magier, was gibt es denn da noch so Schönes? Eigentlich müsste ich... Na, oder diesen Verzauberer. Das wäre doch vielleicht auch noch ganz cool, weißt du, diese gegen diese magischen Sachen herzustellen. Wo? Achso, hinten ist ein Verzauberer. Ja, na, der eine, der ist hier direkt neben dem Waffen. Ah, genau. Stimmt. Das wäre noch cool. Dann leg den Weidmann ab. Ja. So. Guck ich mal da rein. So, Stab. Grüne Holzplanken, okay. Also ich brauche auf jeden Fall Holz. Krass. Ja, also ich brauche Holz und Leder. So demnächst. Also. Ja, da kriegen wir schon hin. Na gut, ich hole mal kurz den Teleport hier um die Ecke. Schneiderstation. Tada! Rüstungsschmied, genau. Ja, und das war's, glaube ich, schon mit Berufen. Aber es ist cool, es ist echt gut. Und er ist hier der Forscher. Was denn? Ich brauche jemanden, der diese Lieferung zu Erdecktes Labor in... Was? Im Handelsposten bringt. Oh, ich schicke ihr einen Prototypen und meine Forschungsaufzeichnung. Es dürfte nicht viel passieren, aber es handelt sich um wichtige Forschung. Okay. Ich nehme das einfach mal ab. Ja, ich habe das auch schon gesehen gehabt. Ich habe nichts gemacht. Ja. Ich habe es jetzt einfach angenommen. Und tschüss. Okay. Was? Halber Strecke nach Handtuch? Ja, Hanto. Achso. Ja, tschüss. Ich hatte jetzt nicht vor, ihm hinterher zu laufen. Ja, wir müssen ihn hier verteidigen. Keine Ahnung. Müsste ich? Oh, stimmt. Upsi. Ich weiß gar nicht, wo der Typ hingelaufen ist. Läuft er da vorne? Ja, der läuft da vorne. Du musst das Riesenviech hier bewachen. Der kann das doch alleine. Hallo, der ist voll groß, der kann sich alleine beschützen. Ja, hat jemand Feuerzeug da nicht mehr. Aber stimmt, das ist die Karawane. Krass. Ich dachte, das wäre irgendwas so durch dieses Schild oben drauf. Ich dachte, das wäre der Beschützer von hier, der alle weghaut. Wir müssen bis da ganz nach oben. Ich meine, so krass weit ist das nicht, aber so langsam wie er läuft. Ja, aber der, guck mal, der hat große Beine. Der kann das. Rohlederstiefel. Guck mal, wie schön pink ich bin. Habe ich sogar extra eine schöne Farbe. Du wirst ihn ja wohl hier jetzt in Ruhe lassen. Tolle Aussage, ich bin tot. Ist mir gar nicht aufgefallen. Hm. Jedes Mal, wenn ein Gegner stirbt und ich was einsammeln kann, hoffe ich auf eine Truhe. Die Truhen, die hatten wir oft aus diesem Level, ne? Hast du gerade wir gesagt? Meinst du? Ja, wir. Ich hab dir mal eine abgegeben, hallo? Oh, guck mal, der wird angegriffen. Huch! Ach Gott. Ich hab so einen komischen Zweig aufgesammelt. Ich bin so doof, ey. Huch, bumm.
Ich habe auch so einen komischen Zweig aufgesammelt, mit dem kämpfe ich gerade. Ja, meiner ist zum Glück schon kaputt. Ich mache das jedes Mal aus Versehen, ne? Ich habe gedacht, was ist denn das? Hab's aufgesammelt und dann ja. Ja. Okay. Ich glaube, wir müssen da noch weiter hoch. Ja, wir sind ja noch nicht da. Wir müssen ja bis zur Stadt da hinten gehen. Ja, aber Hörchen jetzt gerade abgenommen. Ich bin tot, ah! Ich finde die Aussage irgendwie witzig. So, wie mal einmal ordentlich durchdrehen hier. Oh, da kommt wieder eine Bombe. Halt die Bombe auf. Oh, zu spät. Oha. Okay. Ja gut. Der wird schon nicht sterben, der hält was aus. Hinter uns ist noch eine Bombe. Die kommt gerade angelaufen, glaube ich. Oh. Ich geh schon. Ich mach das. Da ist er. Ich bewache ihn vorne. Wahrscheinlich würden jetzt die Käfer nicht mal was tun. Denke ich gerade so. Nee. Aber da kommt gleich wieder eine Bombe an. Da. Der passt vorne auf. Naja. Das ist sehr schön vorne aufgepasst. Bravo. Nein. Jetzt hab ich das falsch angegriffen, ey. Oh, präzise rustikale Maske. Die Scheiße. Wieso ist die Scheiße? Obwohl die schlechter ist als meine. Das muss gefeiert. Du hast doch schon was auf dem Kopf? Ja, das ist halt ein Diadem. Ach so, echt? Bist du was an der Schulter, was am Kopf? So, haben wir das jetzt abgeschlossen? Ja, ne? Ja, haben wir. Ach so, ich habe auch ein Level-Up. Ich bin kurz davor. Wieso ist das alles Zweihand? Ja, ich muss auch jetzt Zweihand wechseln. Weil die echt gut sind. Oha. Was sitzt sie denn da? Krass. Herzlich willkommen, Cyrus TV. Ja, Kekse. Viele Kekse. Ach, die ja, müssen gut, wir gar nicht mehr bewachen, ne? Nö, die müssen wir nicht mehr. Aber wir sind hier gleich direkt neben der Sehenswürdigkeit, die nehme ich mal mit. Ja. Und wir sind sogar am Ende. Ja, crazy. Zeit für echte Wissenschaft. Ich aktiviere Wits Prototyp erneut, dann sollten die Squid im Nu hier. Schon krass aus, ne? Wie so eine kleine geheime bösartige Forschungsstation. Nach oben sehen? Geheime Tierversuche machen. Auf einem Schild auf dem Gerät steht zu lesen, sphärisch, Cephalisches Interspezies Exoneuronen-Sammelgerät. Ein Bild zeigt Wellen, die von einem Skrit ausgehen und sich auf das Gerät zubewegen. Okay. Okay. Warum nicht? Was ist denn? IRRE? Irre. Das ist irre. Oh mein Gott, was ist denn hier live jetzt? Holy. Was auch immer sie tun. Wir sind alle geisteskrank hier. Ach ja, da, guck mal. Der hat einen Skrittsammler angezogen. Das Ding zieht, die Gerätschaft zieht Gegner an. Toll. Ja, toll. Weißt du, wir wollen sie weghaben und die ziehen sie einfach an. Was ist mit denen los? Kommen die schon wieder an der Bombe nicht drin? Nein, ich will sie nicht. Au. Oh. Ja. Im Kampf auch, Mann. Ich habe einen neuen Stab, den wollte ich ausprobieren. Jetzt ist im Kampf natürlich nicht mehr möglich.
Leck mich doch. Das ist natürlich doof, ja. Na, immerhin haben wir schon ein Drittel abgeschlossen. Ja, das ist schon mal ganz gut. Ja, der neue Stab. Okay. Ah, das ist das, was ich vorhin schon getestet habe. Okay. Schön wegschubsen, die Typen. Bombe. Da! Sehe die Bombe. Ich habe ein neues Element bekommen. Erde. Nein! Ach, verdammt. Aber guck mal, die töten damit ihre eigenen. Die doof. Aber hatte ich den dann auch hier schon? Ach, das geht natürlich nicht. So, wir haben es gleich geschafft. Ach. Ja, sehr gut. Wobei ich denke, dass bei Irre nichts Gutes bei rauskommen kann. Dreck. Den wollte ich gerade wegschubsen. Aber das hat nicht funktioniert. Er ist hochgegangen. Na, du kommst hier nicht vorbei, mein Freund. Oh. Vor allem nicht, wenn er explodiert. Das macht nicht mal Schaden irgendwie. Nö, irgendwie nicht so. Ich habe gedacht, so Wunder, was das für einen Schaden macht. Oh, Stufenaufstieg! Yay! Und ich kann irgendwie eine neue Attacke auswählen. Das ist cool. Hey, ich habe auch ein neues Element bekommen. Nein. Jetzt wollte ich mal kurz gucken, welches das ist. Ich meine, für meinen alten Stab. Okay, Samengeschützt drum. Nö, ich will so eine Flammenfalle, wäre doch mal ganz cool. Ich bin Avatar. Was ist denn los? Ich hab eine Steinrüstung. Ha? Aber nur ganz kurz. Ne, nehme ich mal den neuen Stab. So. Okay. Ja, cool. Aber das ist doch mal ein schöner Abschluss. Oh, gut. Ja gut, ich würde sagen, das war's für heute mit dem Stream. Richtig, genau. Und auf jeden Fall danke fürs Zusehen, auch wenn wir jetzt da nicht so ganz viel immer reden dabei. Ach ja, ich freue mich trotzdem immer, wenn ihr dabei seid, wenn ihr so ein bisschen mit dazu beitragt, dass es etwas gemütlicher wird. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche in einem neuen Stream. Bis dann. Tschüss. Ciao.